bin die Melli und ich befinde mich gerade im SK-Office und ja, wir haben etwas ganz Besonderes für euch. Medion hat uns passend zur Weihnachtszeit ihr neues Eraser geschickt und ich würde sagen, wir schauen uns das Schmuckstück doch direkt mal an. Alles klar, wie ihr seht hier, der Pappkarton ist eigentlich auch ziemlich cool. Der hat eine Trageschlaufe, was das Ganze halt sehr easy zum Transportieren macht natürlich. Also nicht wegschmeißen, könnte man eventuell nochmal gebrauchen, wenn man auf die eine oder andere LAN fährt. Und ja, auf der Verpackung selber stehen auch noch weitere Informationen, wie natürlich den Specs des Notebooks und natürlich auch, dass es eine dreijährige Garantie hat, was für eine Grafikkarte drin ist, was für ein Prozessor, aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, wir machen das erstmal auf und schauen uns an, was drin ist. So, alles natürlich noch wundervoll verpackt. Alles klar. Ich stelle den mal zur Seite. Wie ihr seht, da ist einiges bei. Hier, wir gucken erstmal, was in diesem kleinen Karton drin ist, bevor wir zum eigentlichen Hauptpart kommen. Hier sehen wir natürlich Kabel. Braucht man zum Betrieb des Notebooks. Und hier auch das Netzteil, was gar nicht mal so klein ist, aber dieses kleine Monster-Notebook, das braucht auch dementsprechend Power und deswegen reicht so ein kleines normales Netzteil leider nicht aus. Und ja, sogar ein Reinigungstuch kommt mit, ich lege das alles mal so zur Seite und hier ist natürlich der Akku. Und davon abgesehen gibt es noch eine Bedienungsanleitung, die Garantiekarte und noch ein paar andere nützliche Informationen, eine Treibersoftware, CD und ja, noch eine CD mit diversen Programmen, die ganz nützlich sind. Außerdem ja noch Infomaterial und ja, das ist soweit alles, was hier in diesem Paket drin ist. Schön einfach mal wieder zur Seite stellen. So. Der Akku. So, nachdem wir alles schön ausgepackt haben, was wir später brauchen werden, kommen wir zum eigentlichen Star, dem Eraser selbst. Und ja, dieses Notebook, das ist ein kleines Powerpaket. Und ja. Medion dachte sich, wir brauchen ein Gaming-Notebook. Wir machen da einfach mal die volle Breitseite an Hardware rein. Und wie gesagt, dazu kommen wir aber später erst. Jetzt schauen wir uns erstmal das Notebook selbst an. Natürlich schön verpackt, sodass da nichts dran kommt. So, und wie ihr seht, ist gar nicht mal so klein. Das ist ein 17,3 Zoll Notebook und ja, eine normale Notebooktasche passt da leider nicht mehr. Da braucht man schon eine extra große. Und ja, das Tolle ist, ihr könnt dieses Notebook entweder als Desktop-PC benutzen, indem ihr einfach einen Monitor oder Tastatur oder eine Maus anschließt oder alles drei am besten. Oder ihr benutzt es einfach so, wie es ist. Also alles, was an diesem Notebook dran ist, ist zum Zocken ausgelegt und sollte deswegen kein Problem sein, euren Bedürfnissen da gerecht zu werden. Ich habe natürlich die Ehre, die Plastikummantelung aufzumachen. Und wie wir sehen, kommt hier wirklich schön gebürstetes Aluminium zum Vorschein. Ich klappe es mal auf. Und ja, es riecht noch ganz neu.
So, und während Windows sich selbstständig einrichtet, kann ich euch ja ein, zwei Dinge über das Notebook verraten. Da ist eine Intel i7 CPU drin und eine GeForce GTX 870M. Beides optimale Voraussetzungen, um wirklich einfach unter perfekten Bedingungen spielen zu können. Also ihr braucht euch ja überhaupt gar keine Sorgen machen, dass der Rechner in irgendeiner Weise euer Spiel nicht darstellen könnte. Hier auf dem Touchpad gibt es verschiedene Bereiche für die Funktionen selbst. Und hier sehen wir halt die kleinen Symbole, die die einzelnen Funktionen beschreiben. P1 ist noch nicht definiert, das ist etwas, was ihr selber belegen könnt, ob ihr vielleicht euren Mail-Client öffnen wollt oder direkt den Game-Launcher. Das ist etwas, was ihr selber definieren könnt, was diese Taste tun soll. Die zweite Taste öffnet den Media-Player. Und die dritte Taste, die tut was ganz Besonderes, und zwar startet die eine extra zusätzliche Kühlung, dass auch nach langem Betrieb das Notebook einfach nicht heiß läuft. Und wir werden das in einer Sekunde hören, dass wirklich die Lüfter anfangen zu arbeiten. Und es wird, der Unterschied wird deutlich. So, schalten wir das direkt wieder aus, weil aktuell brauchen wir es nicht. Ihr seht, die Taste erlischt wieder und ihr wisst, dass die Extrakühlung, ich meine, ihr hört es auch, wieder ausgeschaltet ist. Der Knopf ist für die Tastaturbeleuchtung, entweder an oder aus. Im Dunkeln sieht man das natürlich besser. P2 ist genauso wie P1 etwas, was ihr selber definieren könnt. Dann hier dieses kleine Flugzeug, kennt ihr wahrscheinlich von euren Handys. Das bedeutet, dass das Notebook selbstständig alle ausgehenden Kommunikationswege wie WLAN oder Bluetooth selbstständig ausschaltet. Und diese Taste hier ist dafür da, das Display auszuschalten, um vielleicht Akku zu sparen. Die letzte Taste ist dafür zuständig, das CD-Laufwerk zu öffnen und ja, die CD, die da eventuell drin sein könnte, auszuspucken. Davon abgesehen hat es natürlich auch wirklich ein schönes Tastaturenlayout. Die Tasten sind nicht zu nah beieinander. Das ist halt schon ziemlich gut beim Spielen, weil man einfach nicht Gefahr läuft, aus Versehen eine Taste bzw. zwei Tasten auf einmal zu drücken. Manche Tasten haben Notebook-typisch noch eine Extra-Funktion, die mit der Fn-Funktionstaste aktiviert werden kann. Und ja, das ist eigentlich alles zur Oberfläche. Hier hat man natürlich noch das Touchpad und Linksklick, Rechtsklick, das kennt ihr alles. Natürlich könnt ihr auch, indem ihr in einer bestimmten Art und Weise übers Touchpad swipet, einfach verschiedene Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel umblättern in einem mehrseitigen Dokument oder ja, viele Möglichkeiten, die ihr am besten selber nachgucken könnt. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal die Rückseite des Notebooks an. Da gibt es nämlich verschiedene Anschlussmöglichkeiten für zum Beispiel weitere Monitore. Ihr könnt dieses Notebook auch als normalen Desktop-PC benutzen, indem ihr einfach Peripherie wie Mäuse, Tastaturen oder halt auch einen anderen Monitor anschließt und das Notebook selbst einfach als Rechner funktionieren lasst. Und ja, hier gibt es eine Anschlussmöglichkeit für ein Kensington-Schloss. Hier kommt natürlich die Stromversorgung rein, wie ihr seht. Dann gibt es da noch einen VGA-Anschluss für einen weiteren Monitor. Dann gibt es noch einen HDMI-Anschluss und einen Mini-Display-Port. Außerdem hat das Notebook an beiden Seiten USB-Ports. Hier einmal USB 2, auf der anderen Seite sogar USB 3. Und ja, man sieht den Unterschied ganz einfach an der Farbgebung. Die USB 3-Ports sind blau und daneben gibt es hier noch einen Kartenslot und Klinkeanschlüsse für Audio wie normales Headset, Mikrofon, Lautsprecher, alles. Wir haben auf jeden Fall genug geredet. Ihr wisst jetzt, was drin ist und was dran ist und ich würde sagen, ich probiere es mal aus und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Bis dahin. Oh.